Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blacks Fazit, der vierten Folge für heute. Vorher kam Dinosaur Past Dark Survivors, Age of Conquest 4 und Der Herr der Ringe Online. Aufmerksam wird aufgefallen sein, dass ich seit Donnerstag keine Folgen mehr gemacht habe. Leider hat sich übers Wochenende meine Maus endgültig verabschiedet. Deswegen jetzt erst wieder am Montag. Normalerweise müsste ich heute 14 Folgen machen. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffe. Ich meine, das ist jetzt die vierte. Damit sind es schon mal nur noch 10. Und es ist jetzt auch noch nicht so spät. Es könnte also sein, dass heute noch Folgen kommen. Aber ich denke mal, alle 14 werde ich nicht schaffen. Ich könnte vielleicht auf 7 kommen. Also, dass ich quasi für die Folgen für Freitag und für Samstag nachbringe. Ich werde natürlich mein Bestes geben, aber viel mehr wird es wohl leider nicht. Bei diesem Mal bei Blacks Fazit geht es um das Spiel Jurassic Park Operation Genesis. Ein Spiel, was wir noch nicht allzu lange, vor allzu langer Zeit zurückliegt. Vom Entwickler Bluetongue Entertainment. Vivendi Universal Interactive war der Publisher. Wann es erschienen ist, habe ich nicht genau rausgefunden, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es im Jahr 2003 rauskam, aber leider nicht genau wann. Das ist ein bisschen schade. Da habe ich leider nichts wirklich gefunden bei meinen Recherchen. Wie immer gilt Spoiler-Alarm. Wie immer habe ich aufgeteilt in Gameplay, Grafik und sonstiges. 3 positive und 3 negative. Ja, Story ist mal nicht dabei, weil das Spiel hat nicht wirklich eine Story. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und ja, wie immer ist es nur meine Meinung. Ja, es ist eine Aufbausimulation. Ziel des Spiels ist es, einen eigenen Jurassic Park zu kreieren. Deswegen hat es nicht wirklich Geschichte, weil, wie gesagt, Bauern Jurassic Park ist nicht wirklich Story. Ja, es hat gibt ein paar Missionen. Die haben aber auch nicht wirklich eine Geschichte, weil die nicht zusammenhängen. Und deswegen habe ich da Story einfach rausgelassen. Das heißt, wir kommen gleich zum Gameplay. Was finde ich beim Gameplay gut? Gut finde ich beim Gameplay erstmal die Gesamtatmosphäre. Man hat einiges an Dino-Arten, die alle unterschiedlich ticken, wo man dank der Dinopädie, die sehr hilfreich ist, weiß, was verträgt sich miteinander gut oder bei Fleischfressern, was, wer erbeutet was gerne. Dann hat man verschiedene Arten von Besuchern, 4 verschiedene Stück, die alle ihre Unterhaltung haben wollen, wo man aufpassen muss. Also die Gesamtatmosphäre vom Jurassic Park passt einfach. Es macht sehr Spaß zu spielen, zumindest mir. Man hat einige Möglichkeiten, den Park zu gestalten. Da jetzt nicht unbedingt so massig viel, aber es geht. Es hält sich im Rahmen, es ist nicht zu wenig in meinen Augen. Und es ist einfach eine schöne Sache. Das zweite, was vom Gameplay ich sehr schön finde, sind die Preise. Zum Beispiel die Preise, die man zahlt für Dino-Arten, also entweder halt zum Züchten oder für, wenn man was kauft wegen DNA. Oder auch die Preise, die man zum Beispiel zahlt für Gebäude. Die finde ich im vertretbaren Rahmen. Am Anfang dauert es ein bisschen, weil man am Anfang halt nicht so viel Geld hat. Und ein bisschen blöd ist, dass man auch am Ende ein bisschen das Problem hat, weil man am Ende nicht mehr wirklich was zu tun hat. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so ein Problem mit den Preisen. Zumindest meiner Meinung nach. Das dritte, was ich sehr schön finde, ist die Fossiliensuche. Man hat ja die Auswahl auf mehrere Forschungsstätten. Ich glaube insgesamt 9, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist halt nicht die einzige Möglichkeit, an die Dino-DNA ranzukommen. Man hat einmal da 2 Arten. Man hat die Skelette und man hat die Bernsteine. Dann gibt es noch den Fossilienmarkt, was ich eine richtig schöne Idee finde, wo man halt Fossilien oder Bernsteine kaufen kann. Und was ich halt auch schön finde, ist, dass man bei der Fossiliensuche eben nicht nur was findet für Dino-DNA, sondern zum Beispiel auch sowas wie Gold oder Silber oder Opale. Also Mineralien, die man zwar nur verkaufen kann, aber die halt, ich finde das eine nette Idee, dass man nicht nur was für Dinos finden kann, sondern auch zum Beispiel was, um, naja, ein bisschen Geld zu bekommen, was manchmal sehr praktisch sein kann.
Was finde ich beim Gameplay nicht so gut? Das erste, was ich nicht so gut finde, ist, dass die Gebäude limitiert sind. Egal welches Gebäude, man hat eine Limitierung. Man kann nur eine bestimmte Anzahl davon bauen und das ist ziemlich doof. Gerade bei bestimmten Sachen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Brutstationen, wo man maximal 8 bauen kann. Das bedeutet nämlich, man kann auch maximal nur 8 Gehege bauen. Und das bedeutet, man muss sich bei den Dinos einschränken. Und in meinen Augen ist das nicht ganz nachvollziehbar. Das stand auch damals in den Kommentaren drin. Weil die Limitierung ist halt manchmal auch ziemlich seltsam. Bei den einen Gebäuden hat man nur sehr, sehr wenig und muss sparen. Bei anderen hat man so massig viel an Limitierungen, wo man nie ein Problem haben wird. Zum Beispiel hat man 4 Parkeingänge. Ich könnte mir keinen Jurassic Park vorstellen, wo man alle 4 Parkeingänge oder noch mehr braucht. Aber dann eben nur 8 Brutstationen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Es schränkt einen halt teilweise ein. Und deswegen, das ist eins der Sachen, die ich nicht so gut finde. Auch nicht so gut finde ich, dass man gezwungen ist, alle Forschungen zu machen. Ich meine, an sich ist es eine coole Idee, dass man in regelmäßigen Abständen zu Dr. Boo hin muss, um neue Forschungen zu machen. Das Problem ist, wenn man nicht alle nimmt, dann nervt einen dauernd über die E-Mails. Und da ist das Problem, man braucht eigentlich nicht alle. Wir hatten im Let's Play einige Forschungen, die wir nur gemacht haben, weil es halt Forschungen waren, die wir nie für nötig gehalten haben. Gerade bei der Sicherheit braucht man eigentlich nicht viel. Oder auch manche Sachen, wo man vielleicht denken könnte, ja, die könnte es eigentlich von vornherein schon geben, wie sagen wir zum Beispiel die Regenschirme oder die Geldautomaten oder die Brunnen, muss man alles erforschen. Und das finde ich irgendwie kacke, weil es gibt halt manche Sachen, die hätte man von vornherein haben können und manche Sachen, die braucht man halt nicht unbedingt, muss sie aber erforschen, weil einen sonst dauernd erstens der Dr. Wu auf die Nerven geht und zweitens auch Ingen. Da kriegt man ja regelmäßig Leistungsfeedback und öfters hatten wir, ja, sie nutzen ja ihr Forschungsteam nicht genug. Also es ist einfach, die Forschungen sind nicht gleichwertig. Sowas wie zum Beispiel Schutzräume oder höhere Zäune oder Impfstoffe sind sehr wichtig, die braucht man sehr, sehr dringend. Und dann im Gegenzug steht sowas wie die Dinosafari, die man eigentlich absolut nicht braucht, oder Sperrsignale oder das Ausrangieren mit dem Ranger, damit man Dinos erschießen kann. Ja, haben wir einmal im Let's Play gemacht, bei unserem eigenen Park, aber nur aus Not. Eigentlich braucht man das auch nicht. In der Regel reicht es, wenn man die Dinosaurier nur betäubt. Erschießen ist eigentlich nicht nötig. Und das ist halt schade. Das dritte, was ich schade finde, ist, dass die Fundstätten von Jura und Kreidezeit nicht gleich zahlenmäßig sind. Man hat bei der Kreidezeit viel mehr Fundstätten als vom Jura. Weil wir hatten, gerade bei uns ist das schön aufgefallen, wir hatten ja hauptsächlich einen Jurapark. Man hat aber nur 3 Jura-Fundstätten. Und man kann insgesamt für 5 Städte Fundstätten aussuchen, also insgesamt 5. Das heißt, wenn man einen Jurapark machen will, ist man entweder gezwungen zu mischen, so wie wir es dann hatten, dass man eben Kreidezeit und Jurazeit-Dinos ausstellt. Oder man kann die Funden, man versucht irgendwie nach dem zweiten Stern die restlichen 3 Sterne zu machen, ohne Dinos auszugraben, womit man aber sehr viel Potenzial verschenkt. Und das hat man halt nicht das Problem, wenn man einen reinen Kreidezeitpark macht. Und ich finde, da hätte man das einfach zahlenmäßig gleichsetzen können, weil so ist es halt ein bisschen schade und schränkt meines Erachtens nach auch unnötig ein. Kommen wir zur Grafik. Bei der Grafik hervorheben muss ich die Musik, beziehungsweise allgemein die Hintergrundgeräusche. Die sind sehr atmosphärisch, die sind sehr schön, teilweise aus den Jurassic Park Filmen, aber auch zum Beispiel die Sounds bei den Dinos oder auch die Durchsagen, die immer kommen, wenn man zum Beispiel eine Dino-Art hat, auch bei manchen Forschungen kommen, die sind richtig schön. Die finde ich einfach cool gemacht. Das zweite sind die Dino-Modelle. Die muss ich ebenfalls hervorheben. Ich kann mich an keinen Dino erinnern, den ich wirklich hässlich fand. Klar, es gab manchmal ein paar Bildfehler, zum Beispiel, dass die festgesteckt sind an der Brutstation oder irgendwie am Boden. Da hatten wir so ein paar Szenen, aber das liegt nicht an den Modellen per se. Die Modelle per se
finde ich größenmäßig sehr schön. Ich finde sie farblich sehr schön und sie sehen sehr lebendig aus. Wenn man bedenkt, dass das Spiel von 2003 ist, muss man natürlich bedenken. Aber verglichen mit dem doch recht alten Alter, ist jetzt 17 Jahre alt immerhin, finde ich, sehen die Modelle sehr, sehr schön aus. Das dritte Schöne bei der Grafik finde ich, dass man die Möglichkeit hat, bei allen Attraktionen, sei es zum Beispiel die Ballontour, sei es zum Beispiel die Aussichtspunkte, sei es die Aussichtskuppel, theoretisch auch die Türme oder die Dino-Safari, dass man bei allen die Aussicht benutzen kann. Die Aussicht, die die Besucher hätten. Das ist einfach sehr schön, weil man dadurch schön sehen kann, okay, wie gut ist meine Attraktion, wo kann ich eventuell was verbessern. Man hat halt allgemein viele Möglichkeiten, den Park anzugucken. Man kann Dinos oder Besucher direkt beobachten, man kann mit dem Heli drüber fliegen, mit dem Ballon drüber fliegen, wenn der Ballon startet. Das hat er bei uns leider im Let's Play nicht. Man kann eine Mission gesehen hat, mit dem Dino-Safari-Fahrzeug rumfahren und dann eben auch von eben Aussichtstürmen oder Kuppeln oder irgendwas einfach auf Aussicht klicken und ja, dann sieht man eben das, was die Besucher sehen und das ist ziemlich cool. Das ist einfach eine coole Idee, eine schöne Idee, die mir grafisch sehr gut gefällt. Was mir nicht so grafisch gefällt, ist einmal die Besuchermodelle, weil gerade verglichen mit den Dinosauriern, das habe ich auch mal im Part gesagt, mich erinnern die ein bisschen an die alten Sims. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Besuchermodelle schlecht aussehen. Das Problem ist, sie sind halt recycelt. Sie sind halt total recycelt, weil, ich meine, klar, die Dinosaurier auch, aber bei den Besuchern fällt das mehr auf, weil bei den Besuchern hat man halt bei jedem einen anderen Namen und ein anderes Herkunftsland, aber das gleiche Aussehen. Es gibt da zwar schon Variationen, aber nur sehr geringe. Ich glaube, nur 4 verschiedene. Bei den Putzleuten gibt es gar keine Variation, die sehen alle gleich aus und das ist irgendwie blöd. Und detailmäßig sind die jetzt auch nicht so stark. Da finde ich, da gefallen mir die Dino-Modelle wesentlich besser als die Besuchermodelle. Und ich finde halt, das hätte man versuchen können, gleichwertig zu machen. Auch wenn ich einsehe, dass die Dinosaurier-Modelle in dem Fall einfacher gehen, weil halt größer und weil halt man die farblich mehr anpassen kann, etc. Das zweite, was ich schade finde, ist, dass bei der niedrigsten Grafik, wie wir bei uns gesehen haben, Gebäude und Zäune verschwinden, wenn man über die Karte mit der Maus wandert. Ich meine, ja, wenn man die Grafik niedriger stellt, muss man damit rechnen, dass es einfach nicht so schön aussieht wie vorher Grafik. Das ist normal. Aber dass wirklich die Sachen komplett verschwinden, finde ich blöd. Ich finde, es wäre besser gewesen, wenn man dann einfach Details runtergeschraubt hätte. Es hätte ja ruhig ein bisschen hässlicher aussehen können. Aber dieses komplett Ausblenden mag vielleicht eine gute Idee sein, um halt wirklich Kapazitäten zu sparen und um das Spiel möglichst flüssig zu machen. Sieht aber einfach unschön aus. Es ist jetzt kein riesen Negativpunkt, aber es ist halt aufgefallen. In den Kommentaren ist es aufgefallen, mir ist es aufgefallen und es sah halt einfach kacke aus. Auf gut oder lang, auf kurz oder lang. Das dritte, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es nicht immer Sprache gibt. Beziehungsweise hier komme ich auf die E-Mails zu sprechen. Man bekommt regelmäßig E-Mails von seinen Mitarbeitern, die ja alles Mögliche sind. Da gibt es eben für Besucher jemanden, da gibt es jemanden für die Forschung, da gibt es bei Ingen 2 Leute, da gibt es für die Fossilensuche, für die Dinos selber etc. Und das ist ja eine schöne Sache. Aber zum einen sind die E-Mails ziemlich schlicht gestaltet. Man kann zum Beispiel bei keiner E-Mail, egal welche Art, zurückschreiben. Man kann höchstens auf einen zugehen, wenn man zum Beispiel, der Dr. Wu sich meldet wegen der Forschung, dass man dann automatisch ins Forschungsmenü kommt, um was Neues auszusuchen. Aber halt nicht zum Beispiel zurückschreiben, keine Ahnung, nach dem Motto, man ist beschäftigt oder man hat wenig Geld, macht es später, etc. Und das zweite ist, dass es halt nicht immer Sprachausgabe gibt, weil wenn man eine E-Mail anklickt, hört man kurz Sprache. Aber die E-Mail selber ist nur Text. Und das verstehe ich nicht. Ich finde, das hätte dann auch vorgelesen werden können. Weil ja durchaus Sprachsamples von jedem da sind. So ist es ja nicht. Und da die meisten
Leute sind, die man aus den Jurassic Park-Filmen kennt, hätte man auch, denke ich, genug Auswahl gehabt. Da ich finde, die Entwickler hätten da mehr das einfach einbauen können, dass man mehr den Nutzen hat von eben Sprachausgabe. Weil, keine Ahnung, mir ist es zumindest aufgefallen, oder ich hatte das Gefühl, dass sie einfach sich da ein bisschen zurückgehalten haben, was in meinen Augen unnötig ist. Danach kommen wir zum Sonstigen. Beim Sonstigen haben wir diesmal drei Fragen. Nein, zwei Fragen. Zwei Fragen und eine Anmerkung. Wie gesagt, wie ihr wisst, Sonstiges ist weder positiv noch negativ, sind aber Sachen, die auffallen und teilweise sehr seltsame. Das erste ist beim Dr. Wu. Ein Schreibfehler. Warum? Das ist jetzt nicht die Frage, das ist jetzt die Bemerkung quasi oder halt das, was allgemein auffällt. Weil er heißt Henry Wu. Man weiß es aus den Filmen, man weiß es aus dem Jurassic Park Buch. Und laut dem Film und laut dem Speer ist er Harry Wu, nicht Henry. Und das ist ein Schreibfehler. Es ist kein großartiger Fehler. Mir ist der am Anfang gar nicht aufgefallen, aber ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen. Und nachdem ich darauf hingewiesen wurde, konnte ich quasi, also dann fällt er sofort auf. Dann fällt er einfach sofort auf und ist einfach nur hässlich. Das Interessante ist, dass in den Tutorials zum Beispiel Dr. Wu mit Henry angesprochen wird, also richtig angesprochen wird, aber in den E-Mails nicht. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht schlimm, weil es ist wirklich ein Mini-Detail, was eigentlich unwichtig ist, weil wirklich für Kontakt, ich meine, er ist zuständig für die Forschung, da kommt er relativ oft mit, oder mit Dino-DNA extrahieren aus eben Bernsteinen oder Skeletten. Also man hat mit ihm schon relativ oft zu tun, aber er ist jetzt nicht unbedingt existenziell wichtig. Deswegen ist es jetzt kein riesen Negativpunkt oder allgemein. Deswegen ist es auch bei mir beim Sonstigen. Aber es fällt halt auf. Zumindest, wenn man darauf hingewiesen wird. Wie gesagt, mir ist am Anfang nicht aufgefallen. Das zweite, was ich ein bisschen komisch finde, ist die Jane Powers. Warum? Das ist die Dame, die zuständig ist fürs Besuchermanagement, die auch diejenige ist, die die Durchsagen macht, wenn zum Beispiel man einen neuen Dinoart im Park hat. Und das Problem ist, abgesehen von der, kennt man alle anderen Figuren aus den Filmen bzw. dem Buch. Da gibt es Hammond, also John Hammond als Leiter von Ingen. Da gibt es den Dr. Alan Grant für die Fossikien, die Ellie Settler, Dr. Ellie Settler für die Dinosaurier, dann gibt es den Robert Muldoon als Sicherheitsbeauftragten, dann gibt es den Ray Arnold für die Technik, also der ist zum Beispiel für die Putzleute zuständig oder halt allgemein für die Wartung. Die kennt man alle. Und dann gibt es eben Jane Powers. Und Jane Powers kommt nirgendwo anders vor. Nirgendwo. Weder in irgendeinem weder in irgendeinem Jurassic Park Film, noch in irgendeinem anderen Jurassic Park Spiel. Und es hätte jemanden gegeben, aus den Büchern, nämlich den Ed Regis, der zuständig gewesen wäre für Besucher. Wieso, liebe Entwickler, habt ihr den nicht genommen? Es ist nicht negativ, weil Jane ist gar nicht so schlecht. Sie macht ihren Job ganz gut. Bis auf, dass manchmal E-Mails kommen von ihr, die einfach nicht stimmen, weil sie sagt, öfters Besucher sind extrem unzufrieden und das stimmt dann gar nicht. Aber ansonsten macht sie ihren Job ganz gut, die Stimme ist auch okay. Gerade bei den Durchsagen finde ich die Stimme sogar recht schön. Aber sie kommt halt nirgendwo anders vor und das verwirrt halt total, macht irgendwie keinen Sinn. Das letzte beim Sonstigen, die zweite Frage ist, was der Zweck ist von manchen Missionen, beziehungsweise Anlage B. Die Missionen sind, wie gesagt, Zusätze und sind eigentlich soweit okay. Das Problem ist, manche Missionen machen keinen Sinn. Bei gefühlt der Hälfte der Missionen muss man Dinos erschießen. Gezwungenermaßen. Man kann gar nicht anders. Und es macht keinen Sinn. Warum muss man die Dinos erschießen? Man hätte so viele Möglichkeiten gehabt, sie nicht töten zu müssen. Wie gesagt, das Betäuben zum Beispiel als klassisches Mittel. Oder halt auch, das sind halt manchmal auch dann so, so Szenarien, die in einem normalen Park nicht passieren würden.
Zum Beispiel gibt es eine Mission, wo man den Präsidenten von Gregovia retten muss, glaube ich, oder Dregovia. Der kommt in den Park just in dem Moment, wo ein schwerer Sturm die Insel erreicht. Erstens, das geht im normalen Spiel nicht, weil im normalen Spiel hat man bei einem schweren Sturm den Notfallmodus. Und da kann kein Besucher reinkommen, weil automatisch alles geschlossen wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, er ist der Einzige, der noch lebt, hat im Schutzraum Zuflucht gesucht und die Fleischfresser sind natürlich gedreht. Man muss sie alle töten und ihn retten. Nein, müsste man nicht. Man könnte die Fleischfresser einfach beruhigen und ihn dann retten. Müsste man nicht. Das ist halt, und dass er auch der Einzige ist, der noch lebt, ist halt einfach unrealistisch bei einem Besuchspark. Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Und da gibt es ein paar solche Missionen, die auch in den Kommentaren nicht so gut ankamen. Und Anlage B ist halt so eine Sache für sich. Anlage B muss man freischalten. Wir hatten es sofort, aber nur weil ich schon mal einen 5-Sterne-Park hatte. Bevor man keinen 5-Sterne-Park hat, kann man nicht auf Anlage B zugreifen. Und das Problem dabei ist, einen wirklichen Zweck hat es nicht. Das haben wir bei der letzten Folge gesehen. Im Grunde ist Anlage B nur dafür da, dass man dort mit unendlich Geld und 5 von 9 Fund, also 5 Fundstätten, wie gesagt, ich glaube, es sind insgesamt 9, Dinos beobachten kann. Das ist eine nette Idee. Aber es hat keinen Inhalt. Nichts. Man hat weder da irgendwelche Wetterwechsel, wie man es zum Beispiel, also schon Wetterwechsel, aber kaum spürbare, wie man es zum Beispiel hatte beim normalen Jurassic Park. Dinos haben alle 100% DNA, deswegen leben sie alle maximal lebenslang. Und sie sind auch automatisch gegen alle Krankheiten immun, deswegen gibt es keine Krankheiten. Und ja, es ist halt, es ist eine nette Idee, aber ich frage mich ein bisschen nach dem Zweck dafür, dass man es freischalten muss. Weil es, also mich zumindest, hat es jetzt nicht so lange unterhalten. Und das, obwohl ich ein Dino-Fan bin. Ich könnte mir vorstellen, dass der, ich sage jetzt mal, Standard-Spieler das relativ, der wird sich nur kurz anschauen und dann wahrscheinlich relativ sich selbst überlassen. Und das ist halt schade. Ich finde, was man freispielen muss, hätte ein bisschen mehr Inhalt haben können. Ist aber auch nicht negativ, weil die Idee ist nett. Definitiv. Genauso wie die Missionsidee nett ist. Aber da hat manche Missionen einfach irgendwie keinen Sinn machen oder aus der Reihe tanzen. Kommen wir zum Fazit. Ich bin ein Dino-Fan. Das wissen die Leute, die das Let's Play gesehen haben, die meinen Kanal schon länger verfolgen. Ich mag deswegen das Spiel. Gerade Jurassic Park fand ich schon immer geil. Egal ob als eben die Filme oder als Buch oder auch dieses Spiel. Ich würde dem Spiel insgesamt 3,5 Sterne geben. Eigentlich lieber mehr. Aber mehr habe ich das Gefühl, kann ich ihm nicht geben. Warum? Weil ich teilweise finde, dass es für mehr einfach inhaltsmäßig nicht reicht. Ich zum Beispiel hätte mir eine Story gewünscht. Das muss keine großartige Story sein. Bei einer Simulation braucht man nicht unbedingt eine großartige Story. Aber zumindest ein bisschen was aus den Filmen oder der Buchatmosphäre hätte man meiner Meinung nach einbauen können. Mich persönlich, ich fand halt blöd, dass man am Anfang und am Ende ein bisschen Wartezeit hat. Das finde ich jetzt auch nicht riesennegativ, deswegen habe ich es nicht genannt, weil das ist vielleicht auch bei Simulationen oft ähnlich, aber es ist halt ein bisschen, man kann halt nicht viel machen. Und ja, keine Ahnung. Es ist ein solides Spiel meiner Meinung nach, aber es ist nicht episch. Und ich weiß nicht, im Moment fühle ich mich so, als wäre ich zu hart zu dem Spiel, zu streng. Aber im Moment habe ich das Gefühl, ich könnte nicht mehr 3,5 Sterne geben. Vielleicht kann man 4 Sterne geben, aber auf keinen Fall mehr. Es kommt da sicher auch darauf an, wie viel Lust man auf das Spiel hat, wie sehr man Dinos mag und wie sehr man allgemein auf Simulationen steht. Weil Simulationen sind halt meines Erachtens nach ein ganz spezieller Typ Spiele. Das muss man mögen, finde ich. Ansonsten macht es nicht wirklich Spaß. Also ich habe es gerne gespielt, versteht mich nicht falsch. Ich finde es auch, wie gesagt, eigentlich ein geiles Game. Ich würde eigentlich mehr Punkte geben, aber mehr Sterne gern geben, aber ich habe das Gefühl, dass es mehr für mehr leider nicht reicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Ich werde jetzt die Folgen alle hochladen. Die 4, die wir bisher haben.
Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, könnte sein, dass heute noch mehr kommen. Ich werde versuchen, heute noch mehr zu machen. 7 würde ich schon gerne schaffen, damit wir zumindest die Hälfte der heute eigentlich nötigen Folgen haben. Aber ich weiß es noch nicht. Ich muss schauen. Wird halt jetzt dann in den nächsten Tagen wieder darauf hinauslaufen, dass wieder mehr als die normalen Folgen kommen. Und ich weiß, das Abonnenten-Special, ich habe das nicht vergessen, das wird halt wahrscheinlich sich dann noch ein bisschen rauszögern, zeitlich. Aber gut, wir kriegen das schon alles hin, denke ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.